Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon mal angefangen. Ich will ja so einen Kurs für die Milchverkaufen einfahren. Molkerei, ich muss quer rüber. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren lieber oben rum. Der JCB ist immer noch Stroh am Verkaufen, das sehen wir gerade. Feld 14 ist fertig, habe ich mich jetzt aber noch nicht drum gekümmert. Wie gesagt, machen wir, sobald wir den Kurs hier eingefahren haben, zur Molkerei. Nicht ganz so schnell hier um die Kurve. Schlimm ist, wenn wir irgendwo hängen bleiben. So. Können wir hier gleich rein. Und verkaufen. Kommt die Meldung? Gut, wir können verkaufen. Oh, 16.000 für so einen halben Tank hier. Weil, wie gesagt, war ein Versuch. Weil die Kurve da am Kuhstall. Ist schon extrem. Können wir mal ein bisschen Gas geben? Wir sind ja leer. Ich habe ja den Modrennen realistische Gewichte, deswegen zieht er auch, wenn er beladen ist, nicht so hoch. So, wo ist der Startpunkt? Da vorne. So, machen wir hier mal den Endpunkt und sagen beladen am Startpunkt, kein Diesel, Milch bitte, komm mal ruhig drei Durchläufe. Abfahrer einstellen. So, er betankt. Können wir das mal wegmachen? Weil es geht darum, kriegt er die Kurve. Darum geht's. Eckt dann nirgendwo an. Vielleicht war es auch gut, dass ich die so eng gezogen habe. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt muss er nur noch verkaufen. So, dann gucken wir mal hier. Oh, was hast du denn gemacht? Auf Feld 14. Du schiebst den Abfahrer vor dir her, du bist aber leer. Gut. Abfahren lassen. Löschen. Rohr einfahren. Zurück.
klapp dich mal zusammen. Jetzt will ich hier einmal gucken, ob ich den Abfahrer einfach so sofort abfahren. Ob er uns nicht dann gleich wieder im Teich fährt. Nee, macht er nicht. Das dürfte gehen. Ich überlege noch, ob ich nicht einen zweiten Ladewagen kaufen soll, um das Stroh schneller vom Feld zu kriegen. Gerät muss aufgefüllt werden, das ist bestimmt die Sämaschine. Genau. Lassen. Da müssten wir vielleicht nochmal einen Kurs einfahren. Wir sind hier nämlich jetzt auf Feld 3, dass er dann selbstständig sein Saatgut und Dünger auftankt. Aber können wir ja jetzt machen. So, er hat die Milch verkauft. 37.000. Super. Ah, da, er ist schon wieder auf dem Rückweg. Wir können jetzt hier sagen, erstmal löschen den Kurs. Hatte ich den abgespeichert? Ich weiß es nicht. Ich werde es gleich sehen. Kursaufzeichnung beginnen. Ich glaube, ich lasse den LKW vor. Genau. Aber ich habe nämlich den gleichen Weg wie er. Und dann möchte ich ihm nicht im Weg stehen. Wir machen schon mal die Klappe auf. Aber hier müssen wir gleich Dünger als erstes laden. So. Geld kommt raus, Geld geht rein, aber solange noch mehr reinkommt als rausgeht, ist ja ganz gut. So, hier ist der Saatguttank. Das schaffe ich nicht mehr. Da kommt auch der LKW. Ich warte mal lieber hier. Ich hoffe, er fährt den PKW nicht über den Haufen. Ja, er macht's wieder. Passt er sich der Geschwindigkeit an? Schön wär's. Nee, macht er nicht. Er donnert eigentlich immer wieder hinten drauf. So, jetzt haben wir den erstmal hier
Den speichern wir aber jetzt erstmal ab. Speichern. Feld 3. Saat. Gut. Dünger. Nee, leider nicht abgespeichert. Gut, auch kein Problem. Wir setzen uns hier einmal wieder hin. Sagen, Feld, sonst ist ja alles gleich geblieben, Feld 3. Und lassen nochmal neu berechnen. Wir können jetzt sagen, Feld 3, 14 Meter, 2 Vorgewände, Punkt. Ich glaube nicht, dass wir zeichnen die Linien trotzdem mal an. Nochmal auftanken müssen. Sollte jetzt reichen. Und die nächste Milch ist verkauft. Also der Kurs ist schon mal ganz nett. Ja, da angefangen. Fangen dann hier erste, nein, nächste. Anliegen, komm. Da klappt er nämlich sofort auf. Nicht, dass er da uns ein Stück stehen lässt. Dann soll er lieber früher anfangen. Saatgut wird auch nicht abgezogen, nur der Dünger. Saatgut erst, wenn ein neues Feld kommt. Dünger geht sofort weg. So, dann können wir die Linien wieder ausmachen. Kurs war gespeichert. Gut. Dann schauen wir mal hier. Erst nochmal am Tanken. Gut. Du wartest. So. Du bist der Abfahrer. Hier wollen wir ein. Können wir eigentlich wieder nach Hause bringen und auftanken, reparieren und eine Wäsche vollziehen. Vielleicht geht das so besser, wenn ich den erst runterlasse. Vielleicht glitscht dann der Stab nicht so in den Boden. So. Ja, scheint wohl besser zu gehen. Hier haben wir auch noch Stroh drauf. Uiuiui. Und Stroh wird richtig, sind immer 7.500 Euro. Das ist richtig Kohle. Hier liegt auch noch jede Menge Stroh. Ballen machen. Könnte ich ja in der Zwischenzeit schon machen.
So, möglichst weit reinfahren, damit wir da keinen im Weg stehen. Nächstes Stroh verkauft. Reparieren können wir machen. Zack. Schneid weg auch. Zack. Wird auch wieder Milch verkauft, so wie es aussieht. Müsste auch eigentlich die letzte Tour gewesen sein. Danach hätten wir gut 100.000 Liter Milch verkauft. So, der Drescher ist sauber, repariert. Ich ziehe den mal hier weiter rein. So, das passt. Muss auch mal schauen, ob es vielleicht von dem Mähdrescher vielleicht schon mal ein Update gab. Habe ich auch schon lange nichts mehr gesehen. Oder ob es das quasi die finale Version... Oh, da fährt der Tankwagen zu seinem Endpunkt quasi. Er dürfte eigentlich jetzt nichts mehr tanken. Und da ist der Abfahrer noch. Können wir entlassen, löschen. Jo. Er hat den Transport beendet. Haben wir denn noch Milch? Kühe da. Wir haben noch 22.000 Milch. Lohnt sich nicht. Jetzt habe ich doch gerade den Drescher wieder weggestellt, ohne ihn zu betanken. Nächstes Mal rächt sich das wieder. Hier können wir schon mal tanken und auch kleine Wäsche machen. Reparieren ja nicht, so weit geht der Trigger nicht. €180 Treibstoff, ist okay. Erst gleich mal das Schneidwerk wegsetzen und dann können wir den Trecker-Anhänger reparieren. Können wir den bestimmt hier stehen lassen, ne? So, weiter geht's. Kommen wir da durch. Auf jeden Fall. Ups.
Das scheint wohl jetzt ein bisschen verbogen zu sein. So, ging ja ganz okay. Einmal drehen. Ein Stück zurück. Dann müssten wir alles reparieren können. Einmal, zweimal und das Gewicht dreimal. Alles wieder top in Schuss. Anhänger können wir erstmal hier abstellen. So, und kümmern uns um die anderen Sachen. Jetzt haben wir hier, der ist beendet und der hat seine Tour auch beendet. Der hat Feld 3 angesät, genau. Super, Applaus. Ein paar Stellen sind natürlich wieder offen geblieben. So, dann haben wir hier den Bereich auch sauber. Die Rundung hier, obwohl ich ja schon einen Meter weniger gemacht habe, als die Sämaschine an Arbeitsbreite hat. Trotzdem bleibt immer noch was liegen. Dass wir hier das vernünftig fertig kriegen. Das ist ja ganz einfach, sag ich mal. So. Dann können wir den einmal hochklappen und ups, zur anderen Seite fahren. Nein, können wir nicht. Mach auseinander. Du klappst ja nach vorne rum. Das war mir in dem Augenblick nicht klar. Weil wir lassen dich erstmal zusammenklappen.
Ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Es müsste die erste Sonntagsfolge sein. Und ja, heute Nachmittag gibt es noch eine Folge. So, hier hat er nämlich auch ein bisschen was stehen lassen. Hier hat er sehr viel stehen lassen, aber ich werde mal bis da vorne fahren. Erstmal. So, wird hier das Ganze ein bisschen sauber machen. So. Weil hier ist auch eine komische Kante, also. Weiß nicht, was ihm da geritten ist oder nie gesehen. Eigentlich müsste man die zumachen. Unseren schön mit Wiese einfach dicht machen, fertig aus. So. Warum fängst du jetzt wieder an zu ruckeln? Es sind doch jetzt gar nicht mehr so viele Cosplay-Kurse im Einsatz. Das mit dem Ladewagen gucke ich mal. Vielleicht macht es ja irgendwann doch nochmal Sinn, einen zweiten zu haben. Wie gesagt, ich finde das jetzt eigentlich so okay, wenn wir das Stroh sofort verkaufen. Dann bleibt es sehr egal, ob es in Ballenform ist oder gepresst. Hat er hier vernünftig? Eigentlich schon, ne? Ja, hier ist noch so ein kleines Fleckchen, da ist auch so eine Macke drin. So, dann war's das. Dann klappen wir den mal zusammen. Halt, stopp, erst zusammenklappen. Dann am Baum vorbei. Ja, muss auch alles repariert werden. Ah, wir müssen noch die Schaufel holen, genau. Hier vorne noch die Schaufel liegen. Weil er mit der uns ja nicht, mit der er ja nicht ansehen wollte. So, dran und einmal um den Hochspannungsmast hier rum. Ab nach Hause zum Hof. Und dann ist auch schon wieder Feierabend für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet heute Nachmittag nochmal rein oder morgen früh. Wer weiß, wann ihr die Folge seht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die Woche. Bis dann, euer Kellerkind.